Hey ho Leute, hier sind wir wieder mit Dark Souls und diesmal sind wir im DLC-Gebiet. Wie ihr seht, mit einer recht neuen Waffe. Ups, das wollte ich nicht, ich wollte es euch noch zeigen. Plus 15 Dämonen Großaxt, skaliert mit S, macht ganz schön viel Aua. Ja, und die wollen wir nämlich jetzt lernen zu benutzen. Wobei ich da ein übles Gefühl habe hier im DLC, gerade bei dem Manticore, der so schnell ist. Also ich denke, das hier wird eine lustige und sehr unterhaltsame Folge. Schauen wir mal. Oh yeah. Uneingespielt mit neuer Waffe bei den Spackofatz. Was hast du vor? Uncool. Ah, zu weit weg. Das hätte eh nicht getroffen. Oh, nein, nein, nein. Jetzt habe ich noch einen Fokus drin. Ich wollte den Schwanz abhauen. Ja, das war schon ein bisschen aggro. Weißt du das? Und jetzt komm. Ah. Das hatte ich nicht vor. Das war definitiv gewollt, ja. Oh verdammt, warum habe ich das Ding zweihändig? Schlucken wir mal was. So, jetzt sind wir erfolgreich gedopt. Ah, du bist ein Spackding, weißt du das? Komm her. Zier dich nicht so. Das war falsch. Jetzt komm, sprint und hau zu. 508 Schaden, okay. Oh nein, die Kombo wollen wir nicht abkriegen. Genau die meinte ich, ja. Ach. Hast du jetzt Angst bekommen, hä? Ups. Okay, er ist zwar direkt unter uns, über uns. Ha, du Mistding, du doofes du. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, gegen die beiden zu kämpfen. Oh, dass das daneben ging. Na, was machst du jetzt, Mieze? Dann sprint ich halt auf dich zu. Was machst du dann? Oh, das hat mich sogar getroffen. Egal, wir haben auch getroffen. Langsam aber stetig. So. Geronimo! Ja, nicht den Schwanz getroffen. Schade. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Unsere Ausdauer war... Jetzt komm schon. Yay, wir haben den Wächterschweif. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Jetzt habe ich die Buttons gemasht. Geh weg, Wächterschweif. Stirb. Nein, du lebst ja noch. Au. Du hast nicht... Du sollst nicht Pfötchen geben, du Mistding. Ah. Nein. Aber wir haben keinen Schlag rausbekommen, verdammt. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen Muffensausen, so knapp zu verlieren. Ach. Hurdur, geh weg. Oh, das war ungewollt. Ah, du bist so schnell, weißt du das? Und hinaufotzig bist du auch noch. So, ich trinke jetzt was. Ey, dann trinke ich halt nochmal was. Was machst du? Oh, du machst das, okay. Ah. Komm her, du bist nur sauer, weil ich dir deinen Schwanz weggenommen habe. Okay, dann wäre ich natürlich auch sauer, so ist es nicht. Hm. Das ging erstaunlich gut. Ich bin ziemlich zufrieden gerade. Hm. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Gut, recht einfache 30.000 Seelen, kann man noch sagen. Ja, die gehen wir natürlich direkt mal in Ausdauer, damit wir mehr Zeug tragen können und ja, hauptsächlich unsere Brustplatte mal anziehen können. Hoffentlich kriegen wir zwei Level damit hin. Nein, ups. So, dann halt eben nur ein Level. Obwohl, na, da kommen wir bestimmt noch hin mit ein paar Seelen, wir haben ja was. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf, das gibt's doch nicht. So, die Wanderflüche brauchen wir nicht mehr. Und mal schauen, wo wir mit diesen Seelen hinkommen. Das sieht eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Und? Ja, 5000er immerhin. So, drehen wir es mal ein bisschen, damit man es besser sieht. Ich dachte, ich habe erst gehofft, das wären jetzt 8000er oder so. Und 25. Ja, da könnten wir noch eins machen, theoretisch. Aber nein. So. Und perfecto mundo. Dann machen wir die gleich wieder aus dem Slot raus. Wieder falscher Knopf.
Na, dich nicht. Dich will ich noch behalten, mein weißer Freund Speckstein. Sollen wir die Menschlichkeit nutzen? Ich denke, das wäre am sinnvollsten, da wir hier wahrscheinlich noch ein paar Mal auftauchen werden. So. Wie machen wir das? Ah, jetzt sind wir wieder in die falsche Richtung. Na, toll. Bam. Zack. Entfachen wir nämlich das Leuchtfeuer, weil es jetzt zu einem Boss geht, bei dem ich mich nie so wirklich wohlfühle. Wie oft müssen wir denn entfachen? 3 Mal, das heißt 4 Menschlichkeit. Ach, geh weg. So. Ja, das fängt ja gut an. So, dann kehren wir unsere Aushöhlung um. Oh, ich liebe diese Leuchtfeuer, die sehen so cool aus. Entfachen. Ich meine, ich habe gerade richtig Schiss vor Artorias. Ich habe keine Lust mehr. Am liebsten würde ich Pause machen. Oh Mann. Na, funktioniert ja alles super, oder? Entfachen. Wir wollen mindestens 20 Flasks. Mehr geht ja nicht. Was denn jetzt? Hallo? Okay. Brauch einfach mal recht lange Spiel. Vielleicht, weil es so warm ist. Da sind wir alle ein bisschen langsamer. Wobei wir eigentlich schneller sein müssten, sobald es warm wird. Und 20. Yeah. Wir sind vorbereitet und werden wahrscheinlich invasioniert und getötet. Aber egal. Hallo, Riesenpilzfrau. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Ey, sicher. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Ulasil. Da kann man Goldharz kaufen. Das finde ich pornös und deswegen decken wir uns auch mal damit ein. Oh. Egal. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulasil. Knight Artorias came to stop this, but such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Okay, lieber Riesen... Ich flame dich gleich. Danke, lieber Riesenpilz. Wir machen uns dann mal auf die Suche nach der lieben Dusk. Aber was wir auch noch machen ist, ein wenig Goldharz hier reinschmeißen und gucken, ob das Artorias schmeckt. Vielleicht läuft's ja gut. Oh Mann. Ich hasse diesen Waldabschnitt eigentlich auch ein bisschen. Oh Mann, alles mit Nachrichten zugepflastert. Brauchst Heiliger. Dickwanst, okay. Er meint wahrscheinlich die Steinstatuen. Normal würde ich ja jetzt... Okay, hört sich das komisch an. Normal würde ich ja jetzt... Ah. Ja, hallo auch. Ich kenne euch doch. Ach, ich stirb. Normal würde ich ja jetzt einfach durchrennen zum... Shortcut und mich dann freuen. Aber... Das geht nicht. Denn ihr wollt ja bestimmt ein bisschen was von dem Wald sehen und hoffentlich verrecken wir jetzt nicht gleich an dem ersten Steinsoldaten. Die haben es nämlich ganz böse in sich, finde ich. Ah, komm her, damit ich dich töten kann. Danke. So, und jetzt mach du mal etwas. Au! Oh, da hat er uns schon getroffen. Ihr seht, das sind ganz böse Missgestalten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Wobei, es hat recht viel Schaden gemacht. Ein Baru!
Uncool. So, was hast du vor? Mach was. Oh, yeah. Nya, 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 nya. Wir haben gewonnen. Komm mit. Du bist jetzt mein Haustier. So, dann stirbst du auch noch. Ich mag diese Machete, diese Dämonen-Großachs irgendwie sehr. Wird mir immer sympathischer. So, wie gesagt, normal kann man hier ein bisschen durchrennen und dann spart man sich so ein, zwei schwere Kämpfe. Gerade halt eben diese... Oh, schon wieder ein Baum. Diese Steinriesen sind sehr, sehr unangenehm. Oh, ihr seht, wie die noch mitwandern vom Schlag her. Ich weiß nicht, mit denen habe ich immer noch mal ein Problem. Ah, endlich. Und ein schwerer Angriff. Was? Ui. Ja, okay, Sprungangriff und stirb. Yes. Wow. Also ich habe die damals mit dem Uchigatana gemacht und das war ein bisschen sehr, sehr schwer. So, hier sieht man ein interessantes Gebäude, das von so einem... Ah, erst noch den Rücken checken. Okay. Dass hier so einen schwarzen Befall hat. Da. Blau-schwarzen Befall und ja. Oh, was ist denn das? Sind wir von... Moment. Hä? Hm. Nein, das ist zu tief. Das wäre zu einfach. So, was haben wir denn hier noch? War das ein Shiny? Schauen wir am besten mal. Ja, das war ein Shiny. Wächterstulpen. Aha. Das ist ein... Am besten zeige ich das euch. Hm. Die sind vergleichbar mit den Steinstulpen, nur haben halt gewisse Unterschiede. Die steinernen Ritter sind durch Magie erweckte Golems und ihre verzauberten Stulpen sind bedrückend schwer. Der Steinritter ist ein Produkt alter Magie und so weiter. Das sind praktisch dieselben sozusagen. Also ähnliche sind das. So. Man kann zumindest erwarten, dass sie verwandt sind, denke ich mal. Ich hoffe, ich sage damit jetzt nichts allzu Falsches. Und ja, wir werden uns dann jetzt auf den Weg begeben in unseren Untergang. Entweder ist er hier bei diesen lustigen Gegnern. Komm, will nicht reagieren, na dann hole ich mal den und versuche abzuhauen. Hat doch funktioniert. Hat nicht funktioniert. Oh, hat wieder funktioniert. Sehr angenehm. Oh, das ist eine Truhe. Geh weg. Oh. Was? Scheiße. Das ist jetzt richtig uncool. Boah. Oh, verdammt. Was haben wir hier nur angerichtet? Und jetzt? Wegrollen! So, jetzt würde ich ja gerne was probieren. Und zwar Sprintangriff. Nein, nicht genug Schaden. Au, voll von der Seite. Wo wollen die hin? Sind wir so weit gerannt, dass die nicht mehr wollen? Das hat nicht funktioniert. Au. Nein, nicht schon wieder asozial werden. Baum. So, das war der. Gut. Jetzt bist du dran. Ja, das war die Nummer 1. Oh, hat was gedroppt. Jetzt bist du dran. Komm, nein, ich will noch einen Schlag machen. Ja. Funkeltitanit. Cool, die droppen Funkeltitanit. Egal, wir haben so ziemlich alles an Funkeltitanit gekauft, was wir brauchten. Hier ein paar Moosklumpen von den noch bekleideten Moosmännern. Wo war jetzt das Truchchen? Ja, das war hier, ne? Recht gut versteckt sozusagen, hier. Und da ist drin eine blaue Scholle. Sehr schön. Damit kann man eine Magierwaffe auf maximale Stufe upgraden. Interessant. Brauchen wir niemals. Ja, was haben wir denn noch hier? Hier hinten sind auch noch ein, zwei Shinies, das weiß ich. Hm, hallo? Da ist doch was. Da haben wir schon. Na gut, mit einer schnellen Waffe hat man hier schlechte Karten. Ach, dann fressen wir halt das bisschen Schaden. Das ist echt nicht schlimm. Hinterhalt. Okay, nur weil da eine Wache hinter der Mauer steht. Aber
Ich dachte, hier war noch. Kommt das erst? Nein, oder? Ach, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Dann kommt die Stelle erst noch. Ja, stimmt, das kommt erst noch. Aber trotzdem heilen, da hier wieder so ein Steinfuzzi steht, der recht mies drauf ist. Und... Oh, oh. Hey, das war fies, dass mein Schlag nicht durchgekommen ist, nur weil mir der Typ auf den Kopf gesprungen ist. Ach komm. Nee, nee, nee. So. Ja, scheiß Bäume. Das ist ja fies, dass das nicht getroffen hat anständig. Was, du stehst auch noch? Ich glaub es nicht. So. Eigentlich müssen wir uns schon wieder heilen, weil wenn uns der Steintyp richtig trifft, sind wir dann wieder tot. Ja. Noch eine Vogelscheuche in der Klasse. Und zack. Oh, nicht getroffen. Weg hier. Oh, wir waren noch nicht am Sprinten. Und zack. Oh ja, das hat gut funktioniert. Hier ist nichts. Okay. Yay. Klappt mit der Waffe richtig gut. Also ich habe das normal schwerer in Erinnerung, gegen diese Typen zu kämpfen. So, da haben wir die Wächtergamaschen gefunden. Das heißt, zwei Teile von diesem Wächter-Set, das wir trotzdem nicht anziehen werden. Da unser Set recht zufriedenstellend ist. What? Okay, da ist ein süßer, lieber Drache. Hauen wir den mal um. Nö, funktioniert nicht. Na toll. Okay. Ja, zu dem kommen wir auch noch später, falls sich jetzt schon jemand fragt, ob man den töten könnte. Oder hofft, dass ich an dem sterbe. Das wird beides noch vorkommen. Hier marschiert schon wieder irgendwas. Oh, eine Kristallechse. Nein. Ja. Gut. Yay. Brauchen wir aber nichts davon, fällt mir gerade wieder ein. Also so viel dazu. Okay, hier müssen wir runter. So, und hier kann man ein wenig in die Tiefe starren und vielleicht die Verderbnis des Abgrunds betrachten. Und da inversioniert mich so ein Spackofatz. Ich glaub's nicht, ey. Mann, hab ich gar keine Lust drauf. Ah. Naja. Oh, da ist ja ein Scherenmännchen. Ah, wenn ich wenigstens wüsste, von wo er kommt. Wir werden eh sterben. Wie kommen wir denn nochmal hier? Kann man da einfach rüberspringen? Ja, ich glaube schon. Hopp. Wunderbar. Und hier findet ihr dann nämlich auch noch ein, zwei Shinies und Gegner. Ich habe Angst, dass der jetzt von irgendwo kommt und uns backsteppt. War hier noch was? Oh, da haben wir einen Steinritter. Da haben wir auch noch einen Steinritter. Na, klasse. Und wir haben alles angelockt. Ach. Na, super. Ich habe keine Ahnung, wo hier was sein könnte. Oder ob hier was noch... Ob noch was hier ist. Ob hier noch was ist. Wie auch immer. Okay, da hinten ist jedenfalls... Es ist sehr verdächtig, wie die da rumrennen zumindest mal. Hm. Da scheint aber nichts mehr zu sein. Ah, doch, da ist doch noch was. Okay, der ist aggro. Oh nein, hier stehen wir schlecht. Aua. Oh, verdammt. Ein neues Wort. Das soll meine schlechte Lage beschreiben. Oh nein, er hat's überlebt. Wir haben rausgerollt. Sehr schön. Und jetzt bist du tot. Komm. Ja. Bitte keinen Backstabber von hinten jetzt. Da könnte auch noch ein Shiny sein, aber wir gehen uns erst das Definitive da vorne holen. Was mache ich? Goffs großer Pfeil. Okay. Den schauen wir uns an, sobald wir tot sind oder den Invasionisten besiegt haben. Das hier war kein Shiny. Das ist ein Shiny. Das ist die Wächterrüstung. Yay. Ah, vielleicht geht der Geist ja auch wieder, wenn er die Schnauze voll hat, weil er mich nicht findet. Da hinten ist auch noch ein Shiny. Haben wir das vergessen? Nö, da kommen wir noch... Ich weiß es jetzt gerade nicht. Kommen wir da noch hin? Ja, da kämen wir noch hin. So. Also ich bin immer sehr froh, wenn mich die Invasionisten nicht finden. Wobei ich immer Angst habe, dass sie mich dann backstabben irgendwann.
Ich hab's ja dann auch verdient, denke ich mal, wenn sie mich nicht finden. Wobei ich mich ja jetzt nicht wirklich verstecke. Ah, hier ist eine kleine Falle. Da müsst ihr springen. Hup. Und dann findet man den Wächterhelm. Und somit haben wir das Wächterset komplett. Ah, da hinten ist er. Winken wir mal. Hat er uns gesehen? Ja, sieht gut aus. Oh, er ist tot. Tja. Oh mein Gott, er kannte... Och mein Gott, wie schlecht. Och Mann, oh, der tut mir ja fast leid. Oh. Na dann haben wir ja Zeit fürs Inventar. Elisabeths Pilz. Warum ist der cool? Er heilt zeitweise TP. Ein großer medizinischer Pilz von Elisabeth, Wächterin des Mausoleums. Wenn der Pilz gegessen wird, kräftet er den Körper und heilt kurzzeitig viele TP. Seine enorme Wirkung kann für einen Krieger den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ist recht cool, das Ding. Was haben wir noch gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hatten wir denn noch gefunden, Leute? Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. So, ich bin immer so nervös und konzentriere mich nur aufs Spielgeschehen und weiß noch gar nicht mehr, was ich aufgesammelt habe. So, ja, wie gesagt, das ist der... Man denkt, also man könnte sich denken, dass hier der Abyss wirkt, so wie es dargestellt wird. Und hier ist er runtergerollt. Ach, wie lustig. Ta, voll Idiot. Ah ja, hier hinten wollten wir noch einen Shiny irgendwo einsammeln. Ich glaube, das war hier rüber. Das wäre jetzt unangenehm gewesen. Ja, ich glaube, das war hier auf dem Weg. Ja. Greifen uns da irgendwelche... Ah ja, da ist was. Die wollen uns angreifen. Aber das war doch hier, oder? Ja, da vorne ist es. Schnappen wir uns das mal. Eine Seele. Und dann töten wir hier die Viecher. Da war aber noch irgendwo einer, oder? Ja, da ist zum Beispiel noch einer. Hm, okay. Ups, fail. Hör auf auszuweichen. Was bist denn du? Hör auf. Verarschst du mich jetzt? Schüttelt der den Kopf? Ist klar. So, wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Können wir hier hoch? Oh, das ist ein anderer Weg zu diesem Teil. Okay. Wir müssen nämlich da in dieses kleine Gebilde rein. Nein, eine Kristallechse. Nein! Auch wenn es praktisch eine Falle ist. Der Baum, mein größter Erzfeind. Ja, okay. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Oh nein, 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 nein. Nein, er hat keinen Bock auszurasten. Ich habe den Fokus abgenommen, oh mein Gott. Au, au. Heilen, da ist nämlich noch ein zweiter. Okay, der rennt zurück. Ah, verdammt, spring. Nein, nein, nein. Boah. Heilige Mutter, ey, macht mich das hier nervös. Ich lebe nicht lange, ey. An dir verrecken wir jetzt aber bestimmt nicht, mein Freund. Dazu habe ich jetzt zu viel Selbstvertrauen. So. Da haben wir zwar noch ein paar Schnitzelmänner stehen, aber ich glaube, wir haben alle Shinies. Und, also alle chinesischen Leute haben wir eingesammelt. Bis auf das da. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Shortcut. Also, gehen uns den Shortcut aktivieren. Indem wir einmal hier runterfahren, was man eh machen muss. Man kann auch runterspringen, aber ich glaube, dann stirbt man. Ja, das ist meine... unliebste Nebeltür, das da. Deswegen gehen wir zuerst hier lang. Wir reden mit diesem guten Kumpel hier. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us.
Did you happen across Knight Artorias, the legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Also normal, wenn die so lachen, will ich sie umbringen. Aber ich zeige euch erstmal, was er verkauft. Unter anderem Menschlichkeit. Interessant. Was eigentlich auch gut wäre, wenn wir das jetzt kaufen, weil wir wahrscheinlich eh elendig verrecken werden. Aber wir brauchen es nicht wirklich. Wir kaufen mal Heimkehrknochen. So. Na, ja, doch, komm. So, nicht gierig sein hier. Und ja. So long. Normal würde ich den jetzt töten, aber wir lassen den leben. Rüsten mal unsere Waffe wieder aus. Und aktivieren hier diese Plattform, den Aufzug, sage ich jetzt mal. Denn das ist der, wo wir vorher die Wächterstulpen gelootet haben. Famose Rüstung, wollt ihr mich verarschen? Okay, das hat sogar viele Bewertungen. Ach, weil der Hund da unten ist. Naja, so dramatisch ist das jetzt auch nicht mit dem Hund. Ja. Oh Mann, ich habe keine Lust da reinzugehen. Wir haben nur noch 5 Flasks. Toll, wir haben genau 5 Flasks übrig. Tut mir leid, Kumpel, wir können dich nicht beschwören. Wir gehen jetzt aber auch nicht zurück zum Leuchtfeuer. Wir testen jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Mit dem lustigen Goldharz natürlich. Einfach, weil es geht. Good luck and have fun.